Ja. Für mich ist das Verschwendung von Leben. Ich glaube, dass Menschenopfer hier gar nicht so weit her sind, auch für menschliche hier Betrachtung. Natürlich, auf dieser Ich Insel. meine, wenn wir jetzt an Diese Insel alles. sprüht vor Leben. Es ist überall alles grün. Sie haben niemals die Grenze allen Lebens gesehen und haben vermutlich daher keinen Respekt vor dem Leben als solches gelernt. Ich maße mir nicht an zu urteilen, denn immerhin ist diese Kultur älter als die Menschheit, als Elfen, als Zwerge. Wie gesagt, wenn das wirklich vor 30 oder 40.000 Jahren errichtet worden ist und immer noch steht, dann. Also. Ist auch fraglich, was ihnen wohl passiert ist, dass sie nicht mehr herrschen. Genau das. Vielleicht haben sie genauso wie wir, oder einige von uns eher gesagt, ich will jetzt auf die Menschheit beziehen, nicht auf unsere Gruppe, zu viel mit dem dämonischen Feuer gespielt und zu viel Unsinn damit getrieben. Vielleicht sind zu Vielleicht. viele Leute abgewandert und das, was wir in den Schwarzen Landen leben, ist gerade erstmal der Anfang von unserem Untergang, wer weiß. Ich kann nur Vielleicht, hoffen, dass also es nicht so ist. schaut euch da draußen dieses riesige Feld an, diesen Strich in der Landschaft, wo nichts wächst, außer, naja, einfache Gräser oder Farne, keine Bäume mehr. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was es war, aber naja, wenn man wirklich mit dem falschen Feuer spielt, kann es ja passieren, dass einem das aus den Fingern gleitet. Ich habe mir sagen lassen, dass in Schwarztrüberin die Erde wirklich schwarz sein soll und dass dort nichts mehr wachsen soll angeblich. Und was man essen sollte. Oder kann. Also, ich glaube schon, dass da was dran ist, dass man die Erde, wie man sie sich so vorfindet und seine Umgebung, durch zu viel von diesem dämonischen Unsinn, beziehungsweise überhaupt diesen dämonischen Unsinn, sozusagen nicht nur seine Seele, sondern auch das Leben riskiert. Das Leben seines ganzen Volkes, der gesamten Umgebung. Aber vielleicht haben sie sich einfach zu sehr angemaßt. Immerhin ist Pyrdakor kein Gott, alter Drache. Ach, ist er nicht? Okay, das habe ich jetzt so verstanden, weil alles andere auch Götter waren, glaube ich. Ja, die Elfen Yes. sehen es zumindest anders und diese Echsen wohl auch. Bei uns in Draconia haben wir 12 große Drachenstatuen. 40. Manche 50, 60, vielleicht sogar 70 Schritt hoch. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nie gemessen. Und sie zeigen die 6 alten und die 6 hohen Drachen. Und keiner von ihnen wird vergöttlicht. Und dieses Bauwerk ist vermutlich älter als dieses hier. Viel älter. Ja, und ich könnte dir jetzt auch mindestens irgendwie drei Orte nennen, wo Götter verboten sind. Ich meine, schau dir Andergast an. Da war mal angeblich hier Raya verboten. Naja, In der gesamten Frevelerei. Stadt. Also kurz gesagt, es ist doch einfach sozusagen, nur weil es bei dir so ist, heißt das nicht, dass es hier anders ist. Das kann ja sein, dass es hier schon wieder anders ist. Ist denn Mengbiller nicht sogar Praios verboten? Ja. Also deswegen, die Welt tickt überall ein wenig anders. Aus irgendwelchen Gründen. Und in den Schwarzen Landen sind teilweise sogar die 12 Götter verboten. Ja, die Schwarzen Lande sind alles Dämonenverehrer. Ja, aber wer weiß, die Frage ist doch, wenn man irgendwo Praios verbietet, sind das Dämonenverehrer, sind das irregeleitete Leute? Ja, ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass das richtig ist, was sie tun, aber ja, ich glaube, ich lasse es lieber dabei. Wenn man die Götter verbietet, dann ist das niemals richtig. Magister Brindigian, wie sieht es eigentlich mit den Achats aus, die ihr getroffen hattet? Nun, die hier in Maraskan, die waren mir gegenüber immer recht aggressiv, als ich sie gesehen habe, muss ich sagen. Also ein Gespräch mit einem Achat konnte ich hier noch nicht führen. Aber ich bin auch selten in ihre Gegenden gereist bisher. Ihr kommt aus Sinnoh, oder? Genau. Aus der Nähe von Sinnoh. Wie gesagt, je weiter man im oder am Wasser ist, desto mehr kommt man dann zu den Leuten, die weniger Pris und Kris anbieten, also Krysir und Praios, sondern die dann opfern, um in Ruhe gelassen werden von der jenseitigen Ersäuferin. Ihr versteht? Und da kann man Genau. vielleicht wirklich von böse reden, wenn man so will. Also böse und gut ist immer so relativ. Ja, aber die Frage ist doch wirklich jetzt hier. Ich habe mir mal sagen lassen von jemandem, dass wenn man sich nicht sicher ist, was man anbieten soll,
dass man dann jetzt hier lieber nur an die Zwölfe glaubt und sich von dem anderen erstmal fernhält, bevor man etwas anbetet, was nachher sich als schlecht erweist. Ein Magier aus Belanka hat mir mal erzählt, dass in den dunklen Zeiten wohl Dinge angebetet wurden, die heutzutage bekannt sind, dass es erzdämonische Wesenheiten sein sollen. Ja, also das, was Magister Rechthorn sagt, seine Eminenz, er hatte, wie gesagt, dann auch herausgefunden, dass die Sünde dazukam. Und dann muss man die Leute auch von einem neuen Gott oder von einer neuen Göttin überzeugen. Heutzutage ist es halt selbstverständlich, dass die Sünde angebetet wird. Ja, weil es ja, ich glaube, ein Horas war es, der unter dem Einfluss des Praios stand oder so etwas und das in das Buch geschrieben hat. Ich bin nicht ganz sicher, wie das Buch heißt, aber dieses wichtige Buch eben, wo das drin steht. Das Silem Horas Edikt. Ja, dankeschön. Dann weiß ich auch direkt, wie der Kaiser heißt. Du hast recht, Silem Horas. Wird heute als allen Göttern heilig verehrt, soweit ich weiß. Was denn? Das Buch meinst du? Nickt. Ja, aber das Buch ist ja auch erstmal irgendwann geschrieben worden. Es gab ja noch eine Zeit vor dem Buch. Die Maraskaner haben Rohr und Kror. Das sagt natürlich den Leuten aus dem Mittelreich überhaupt nichts. Aber ich vertraue darauf, dass das, was Silem Horas festgelegt hat, richtig ist, da wir auf Draconia alte Schreine von Göttern gefunden haben, die offensichtlich denen der Zwölfe entsprechen müssen. Ingrim oder Ingra, Angrosch oder Ingrasch, je nachdem, welches Volk man fragt, ist das Feuer. Das heißt, dieser Krysir, der liegt mal Richtung Turm, scheint dann kein richtiger Gott zu sein, den man anbeten darf. Das könnte also eine erzdämonische Wesenheit sein. Das wissen wir nicht. Naja, was sind denn Erzdämonen? Tun sie böse Dinge? Nur weil jemandem Flügel geschenkt werden und er durch die Himmel fliegt, ist das böse? Selbstverständlich ist das böse. Erzdämonen sind kein Teil der Schöpfung. Alles, was die tun, wieder die Schönheit der Welt. Geht doch völlig außer Frage. Ja, ich muss dazu stimmen. Sie stammen von außerhalb der Schöpfung. Das heißt, wenn man sich Flügel wachsen lässt und durch die Luft fliegt, ist das böse? Nein. Wo macht ihr den Unterschied? Wenn man sie von einem der Ungeschaffenen bekommt, dann ist das falsch. Dann ist das wieder die Schöpfung. Und ihr sagt, ob jemand ungeschaffen ist, ja? Und die Ungeschaffenen sind die Wesen aus dem Etragin. Die ihr Dämonen nennt. Ja, ich habe schon gelernt, dass man nie mit Maraskanern diskutieren sollte. Die wissen alles besser. Aber ich sollte etwas häufiger mit Maraskanern diskutieren. Ich stimme ihm dazu, alles, was von außerhalb kommt, außerhalb der sechsten Sphäre, aus der siebten, ist alles böse und es strebt nach Chaos und Vernichtung. Wo das hinführt, haben wir gesehen vor ein paar Jahren. In Tobrien. Und vor 500 Jahren in den Ptolemidenlanden, wo mein Volk das erste Mal Borberat ertragen musste. Echt? Und den gab's schon mal? Das ihm nickt. Ich glaube, ich muss noch mal in den Geschichtsunterricht. Er hat das erste Mal gewütet in den Ptolemidenlanden. Und auf Maraskan. War hauptsächlich in den Ptolemidenlanden. Er wurde von seinem Bruder in der gorischen Wüste gestellt. Niemand ist aus dieser Schlacht jemals zurückgekehrt. Davon hat mir Magister Puspareiken erzählt. Sein Lehrmeister Rakorium hatte wohl ein paar Meilen von hier in einem kleinen Tal diesen Ring gefunden. Und mit diesem Ring konnte man sich dieser Schlacht anschließen. Man stand tatsächlich in der gorischen Wüste und hat, mit anderen Magiern gegen andere Magier gekämpft. Sehr unheimlich. Sozusagen ein Krieg der Magier. Sozusagen ein Krieg der Magier, richtig. Während diesem Krieg, der nach Rohals und Borberats Verschwinden tatsächlich unter allen Magiern der großen Gilde ausgebrochen ist, wurde viel Blut vergossen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Punin durch das Überschreiten der kritischen Essenz nahezu vollständig ausgelöscht worden. Das war dann der Punkt, wo sich meine Akademie den Frieden zu wahren, aus der Welt zurückgezogen hat für 500 Jahre.
Also gut. Ich würde sagen, für heute lasse ich euch und sie mit diesen Eindrücken erst einmal alleine und es ist ja auch schon etwas später geworden. Sie können sich Wo natürlich. geht's zu dieser Kammer, die noch kartografiert werden muss, genau? Ach Ich will mir so, das angucken. das ist diese hier. Sie zeigt auf den, nach ein paar Schritten, auf den Tempel von also Praios und das ist diese Kammer mit den Sternen, wo die Ja. Sternbilder dann zu erkennen sind oder wären, wenn es dunkel wäre. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt gerade Abend. Ihr habt da so eine ziemlich lange, ausgiebige Führung hinter euch. Einiges gelernt, was ihr jetzt ein bisschen verdauen müsstet. Vielleicht ein paar Dinge dabei, die man Jala nicht unbedingt erzählt. Der kommt gerade ziemlich verschwitzt von seinem Waffentraining wieder. Und auch Myria hat einige blaue Flecke. Im Gesicht hält sich auch die Rippen. Und ja, vor dem Zelt könnt ihr dann gerade sehen, wie wohl die beiden Heiler herauskommen. Also einmal Oskur und einmal Wascher. Das sind ja diejenigen, die euch zugeteilt worden sind, beziehungsweise diejenigen, die sich jetzt freiwillig euch anschließen wollen. Aber in eurem Zelt sind ja natürlich auch genug andere kranke Leute, die man da dann, ja, um die man sich kümmern muss. Dementsprechend ist das nicht so sehr verwunderlich und ihr trefft jetzt die einen von der Kultstättenseite, die anderen dann von der Zeltseite, trefft ihr dann alle gemeinsam aufeinander. Zur allgemeinen Besprechung für heute Abend. Ja, genau, ihr hattet ja euch dann verabredet für diese Gut. Besprechung. So. Allgemeine Informationen. Wir werden bald weiterziehen. Es wird ohne Viburn dem Stellan weitergezogen. Viburn bleibt hier zur Genesung. Wir werden später, wenn wir zurückkommen, mal hier Viburn wieder abholen. Und ja, allgemeinen Gesundheitszustand brauche ich erstmal so allgemein von euch allen, um einschätzen zu können, ob wir übermorgen oder übermorgen losziehen wollen. Oder vielleicht noch einen Tag später, wenn es irgendwie besonders schlecht geht. Ich fange gleich mal an. Ich bin allgemein etwas angematscht, wie wahrscheinlich jeder, aber prinzipiell geht es mir gut. Ich fühle mich nicht krank und auch nicht vergiftet. Ja, mit dem Angematscht, das ist genau der Punkt, den ich ansprechen will. Ab jetzt geht davon aus, dass das, was wir jetzt durchgemacht haben, in doppelter Retourkutsche jetzt auf uns zukommt. Oh, Weil es hieß, Spaß. dass es ab jetzt sozusagen richtig gefährlich wird. Also seid darauf gefasst, dass wenn die Ranken davor sozusagen jetzt unangenehm waren, durch die wir durchmarschiert sind, dann werden sie jetzt doppelt so unangenehm. Das ist genau richtig, was Rondrigian sagt. Also ihr solltet euch alle zur vollständig erholen, bevor wir losgehen. Ich denke, das Hier haben wir die Jagdgras Möglichkeit. hat uns allen reichlich zugesetzt und wir sollten uns zu Genüge erholen. Mindestens 2 Tage, denke ich. Genau, deswegen will ich ja ganz gerne wissen, ob wir jetzt hier diese nächtliche Regeneration und noch eine nehmen oder noch eine dritte. Gut, da wir uns auch nicht ganz anscheinend ganz einig sind, sage ich einfach mal, ich werde morgen Abend noch einmal fragen und ja, mir dann eure Meinung dazu anhören. Alles klar, dann können wir das zumindest mit sein abschätzen. Das tut uns wahrscheinlich auch allen gut, hier ein wenig zu entspannen, ein wenig mit anderen Leuten zu reden und dann wieder gemeinsam loszuziehen. Ihr wisst, das, was wir tun, geht keinem was an. Und ja, wenn keine weiteren Fragen sind, seid ihr hiermit entlassen. Sind noch Fragen? Nein? Gut, Rodrigo, dann. ich brauche euch. Natürlich. Dann sind alle entlassen. Viel Spaß bei der Freiwache. Ihr seid so lange hier im Freiwachendienst. Macht so ein bisschen, was ihr wollt. Passt auf, dass die Sachen hier nicht abhanden kommen. Es muss immer einer hier bleiben, der sozusagen hier die Sachen im Zelt mindestens bewacht. Wer der Letzte ist, muss so lange warten, bis einer kommt, um ihn abzulösen. Wollen wir denn die beiden Bruderschwestern denn mitnehmen, die sich uns angeboten haben? Ja, das ist eine gute Sache. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Dankeschön. Ja, wir haben 2 Leute, die sich uns anschließen wollen. Eine etwas verzweifelte Frau, die sich auch auf Heilkunst wohl mitversteht, eine Art Tänzerin, die wohl hier, oder Schlangentänzerin, die wohl jetzt hier in den Dschungel mitgebracht wurde von einem der Hesende Geweihten, der sie wohl aufgepäppelt hat. Oder von der Hesende Kirche allgemein, ich bin nicht ganz sicher, wie rum. Und einen ja, Piraine, sehr gläubigen Heiler an sich. Ja, die Frau kann wohl auch noch irgendwie tanzen und so. Ich glaube nicht, dass es das im Dschungel ist. Aber sie hat sich angeboten, dass sie auch notfalls die Führerin machen könnte. Also wenn wir den Heiler mitnehmen und einen Notfallführer, falls Brindigen aus irgendeinem Grunde krank wird oder ihm schlimme Dinge passieren,
Was ich nicht hoffe, aber was passieren kann, Brindidian, denke, das weißt du selber auch, dass man hier schnell mal ins nächste Leben geschickt werden kann, auf Maraskan, wenn es gefährlich ist. Dann sind wir wahrscheinlich auf die nächste Person, die uns führen kann, angewiesen hier. Weil ich glaube nicht, dass ich mich hier gut zurechtfinde. Außerdem sehen vier Augen ohnehin mehr als zwei. Da wäre es auch hilfreich, wenn wir eine zweite Führerin dabei haben. Gerade ja, wenn ich an den Vorfall mit dem Jagdgras zurückdenke. Bei der Frau ist zu beachten, die Frau führt ein Haustier mit sich. Nein, Ephadai ist kein Hund, eine giftige Speikobra. Hat damit irgendjemand grundsätzlich ein Problem? Klingt nach Hexe. Ja, das würde ich auch sagen, aber das... Selbst wenn, solange sie uns nichts tut. Hexen sind ja grundsätzlich erst einmal nicht verboten, weil sie Hexen sind, sondern nur, wenn sie anfangen, illegale Zauber zu machen auf einen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass wir da mindestens mal die moderne Ansicht der vernünftigen Priorskirche hier geistig zumindest die Mindestvoraussetzung haben. Er schaut dabei vor allem Jala an, dass sofern sie nichts Illegales tut, sie so lange nicht illegal ist. Fang mich nicht an, mein Bruder ist auch Zauberer. Wenn sie sich an die Magiergesetze hält, hat sie kein Problem. Gut. Aber es hat nicht den Anschein gemacht, als wäre sie eine solche Zauberin. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Leute wohl für sich sozusagen ihren eigenen Krempel machen und sofern das nichts Illegales ist oder was vor allen Dingen Leute jetzt hier gefährdet oder irgendwas mit Dämonenbeschwörung oder so ein Scheiß zu tun hat, soll das alles seine Richtigkeit haben, darf die Person sein, was sie möchte in meinen Augen. Denn nur weil ich magisch geboren werde oder nicht, kann ich ja schlecht was dafür. Das ist richtig. Jeder ist dafür verantwortlich, seine Kräfte zum Wohle der Götter einzusetzen. Das sehe ich genauso. Und das war das Schlusswort zur Magie. Denn ich denke, jeder hat hier andere Meinungen. Auf jeden Fall, keiner hat sich jetzt hier geschrien, oh nein, sie könnte eine Hexe sein, damit habe ich ein Problem. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, fragt sie selbst, seid höflich, denkt immer dran. Nur weil jemand anders ist, heißt das nicht, dass wir ihn nicht aufnehmen. So. Ich bin aber weg, Jalan und Rodrigo nickt durch den Ausgang. Jalan kommt mit und fängt im Gehen schon mal so ein bisschen durchs Lager am Laufen sozusagen, wo man sozusagen vielleicht ein paar Leuten vorbeikommt, aber niemanden, der irgendwie auch beim Stehen bleiben könnte, um mehr als nur drei Worte zu belauschen, bis wir dann wieder weitergelaufen sind. Was denn los, großer Ritter? Was kann ich für euch tun? Nicht viel. Ich dachte mir nur, ich werde mit Myria zusammen mal sehen, ob ich beim Abendessen bei Magister Prosperiken vorstellig werde. Ihr wisst schon, der im Anstand halber. Und wollte dabei mal schauen, ob wir einige Ausrüstungsgegenstände für unsere Weiterreise von ihm bekommen können. Dachte, ihr wolltet vielleicht dabei sein. Gerne. Ausrüstungsgegenstände brauchen wir speziell, die wir da sozusagen erbeten? Nun, der Quartiermeister der Drakoniter berichtete mir von einigen Bögen mit intakten Sehnen, die man wohl ausgegraben hätte. Ich denke, gerade Geron wäre auch sehr dankbar für. Wenn die seit 10.000 Jahren hier liegen, dann sind die nahezu unzerstörbar. Ja, dann, du kannst doch mit den Bögen schießen. Das auch. Ich das denke, gerade für die Essensbeschaffung auf der weiteren Reise wäre das ein sehr großer Vorteil. Zum anderen, ich weiß nicht, wie eure Feldflaschen so aussehen, aber meine löst sich auf. Wir bräuchten da gefettetes Leder. Ich weiß nicht, die werden bestimmt irgendwas haben, was die Hitze abkann. Holz. Wir müssten uns Holzflaschen oder sowas basteln, glaube ich. Das klingt komisch, aber Brandija hat mal gesagt, dass Holz das Einzige ist, was hier nicht wegfault. Außerdem, er riecht mal an seinem dreckigen Ärmel, zieht dann die Nase schnell wieder zurück. Können wir, glaube ich, jeder von uns einen Satz frische Kleidung vertragen? Ja, also ich habe mir überlegt, sowieso hier zu gucken, dass ich mich mal hier sauber bekomme und die eine oder andere Person vielleicht mal anhaue, ob jemand so ein bisschen schneidern kann, um mir ein, zwei Löcher zu flicken, die ich mir hier und da gerissen habe. Und wenn wir Glück haben, haben die Sinnegeweihten vielleicht ein paar Jagernüsse für uns, die wir ihnen abschwatzen können. Tja, wenn sie sowas haben. Wir werden sehen. Das können wir auch Magister Pusperreiten fragen? Ich denke, der Magister und seine Eminenz Erechtern werden da schon die entsprechenden Ansprechpartner sein. Ja, ich denke, dass der richtige Ansprechpartner dafür, für diese wertvollen Bögen wahrscheinlich der richtige ist. Der Quartiermeister wird wahrscheinlich schon darüber entscheiden können, ob wir ein paar Jagernüsse kriegen, da wir ja auch keinen Trupp sind, der irgendwie 100 Stück braucht oder so. Vor allem können wir auch wenn wir jeder eine Jagernuss bekommen, können wir ja auch erst einmal weitermachen mit dem, was wir bisher machen und die Jagernüsse für den
naja, für den schlimmsten Fall aufheben. Natürlich, ich denke natürlich, dass es gerade dem Anstand gebührt, wenn wir den Abprimas trotzdem darüber informieren und den Magister, ich wenn wir Ausrüstung von ihm einfachen Dingen belästigt werden wollen, wie dass wir ein paar Nahrungsvorräte brauchen, aber... Deswegen werden wir jetzt zu Ihnen gehen, schauen, ob wir uns zum Abendessen zu Ihnen gesellen können. Die Frage mit dem Bögen, da könnten wir direkt die Frage mit dem Essen anschließen und seine Reaktion abwarten, das stimmt. Die Frage mit dem Bögen ist wahrscheinlich schon berechtigt, dadurch, dass hier wahrscheinlich um, naja, vielleicht Artefakte sogar handelt, auf irgendeine Art und Weise gesehen. Außerdem, ich weiß nicht, wie sehr ein baunischer Adliger da Wert drauf legt, aber die Etikette verlangt es vermutlich, dass wir uns ab und an mal dort blicken lassen. Ja gut, das wird dann jetzt sowieso passieren und ja. Der Mann schien mir aber auch, der Mann hat ja bei der Ansprache nicht einmal Wert auf die richtige Ansprache gelegt. Er hat einfach gesagt, sagt hier, hier, Dings, einfach, der hat sich mit seinem Vornamen, der hat sich mit dem Du vorgestellt, der Magister und Graf, ne? Und er scheint sehr... Ihm scheint die Etikette nicht wichtig zu sein. Doch, das scheint eher der Magier als der Adlige zu sein. Wir sind hier schließlich im Dschungel unter uns. Ich denke, wenn wir den Mann nochmal irgendwo treffen sollten, jetzt hier in der Öffentlichkeit, irgendwie im Bornland oder irgendwo anders, wo es zivilisierter in Anführungszeichen so wird, als hier in einem Dschungelcamp, dann wird er wahrscheinlich schon noch halbwegs Wert auf die richtige Ansprache legen. Ah, das kann natürlich sein. Entschuldigt. Also wenn ich ihn nochmal sehe, ich werde mich auf jeden Fall daran halten, ihn nicht einfach beim Vornamen zu rufen in der Öffentlichkeit außerhalb dieses Dschungelcamps. Im Zweifel einfach Magister. Genau, im Zweifel, im Zweifel gelehrter oder sehr gelehrter Herr, Magister, den richtigen Titel zu benutzen, ist immer die einfachste Variante, aber wie unser Jalan so schon sagte, nicht der Etikette entsprechen, wenn man es richtig machen will. Ich traf mal einen sindegeweihten Zauberer, der gleichzeitig noch Vogt einer Baronie, also der Erbe einer Baronie war und dort einen Vogt eingesetzt hatte. Ihr könnt glauben, dass ich mehr als einmal über den Titel gestolpert bin. Das glaube ich wohl. Nun gut, ich denke, wir gehen und sehen erst mal, ob die Hohen Herren uns überhaupt haben wollen. Ja. Ja, an einem der vielen langen Tische, die hier aufgebaut sind, könnt ihr dann nach einigem Suchen auch feststellen, wie hier wohl an einem der Tische die zwei grauen Roben von Magister Busbereiken und Gritten Raudups zu finden sind. Zudem viel, viel Grün und ein bisschen Gold. Also ja, hier hat sich die gesamte Draconita-Riege dann an einem Tisch Platz genommen. Es sind dann aber auch noch Plätze frei, sodass ihr euch dazusetzen könntet, wenn ihr wollt. Ja, wenn sich mal dahin, wartet mal kurz darauf, ob man angesprochen wird. Ja, von seinem Teller, Magister Busbereiken hat wieder ein paar Pinsel neben seinem Teller liegen, blickt kurz auf, nickt euch freundlich zu. Ja, gerne, setzt euch doch. Und macht dann, also er isst auch wirklich gar nicht, sondern wieder mit seinen Pinseln, hat wieder irgendwas abgestaubt, macht er wieder weiter, so wie ihr schon kennt. Ab danke, eure Hochwohl geboren. Magister, dürfte ich euch eine kurze Frage stellen? Ja, selbstverständlich. Jetzt habe ich Zeit. Worum geht's? Es geht darum, wir haben hier versucht, in den Dschungel zu jagen, sind aber damit mit den Bögen, die wir mitgenommen haben, auf sehr viel Widerstand gestoßen. Die Natur scheint unsere Bögen schneller zu vernichten, als wir es schaffen, uns neue zu besorgen. Und wir haben davon gehört, dass ihr Bögen gefunden habt, die noch... Ja, genau. Medwin hatte mir das schon erzählt, beziehungsweise hatte mir das mitteilen lassen, dass ihr wohl vielleicht welche haben wollt. Das ist an sich... wie viele haben wir, Errichtung? Wir können sicherlich den einen oder anderen abgeben, nicht wahr? Wir haben so viele, dass wir... sie sind wohl alle gleichartig und eine Untersuchung, das sollte uns reichen. Wir können euch sicherlich zwei Bögen geben, ja? Wir wären euch sehr dankbar dafür. Das ist zu großzügig. Und die andere Sache, wir müssten uns vielleicht noch, wenn wir dürfen, ein paar Vorräte nehmen für unsere nächste Reise. Habt ihr vielleicht eingelegte Jagernüsse, die wir von euch requirieren dürfen?
Das muss wohl ein Problem darstellen. Verzeiht. Wir haben hier in dieser Nähe, er deutet einmal auf das Gras hier drumherum, wenig Bewuchs und außerhalb dieses Schutzkreises, da wo dann wieder Machaskan anfängt, er lächelt wieder einmal freundlich. Naja, sind sie schwarz, wenn man welche findet. Irgendetwas wächst von innen. Ich würde sagen, die Sind nicht essbar. Genau, irgendeine erzdämonische Wesenheit, ob es dann der Herr des der Anti-Elemente ist oder die Wandelbarkeit Anti-Zar ist. Wir sind uns da, wie gesagt, nicht ganz sicher. Aber irgendetwas muss hier wohl die Triebe verändert haben. Ja. Je näher man zur Bergkette hinvordringt. Das heißt, wenn ihr von hier aus in Richtung Westen vordringt, in die Berge, werdet ihr wohl sehr schnell auf das Zentrum wohl auch dort stoßen. So, also irgendwo da muss es sein. Das könnt ihr auch erkennen, wenn ihr ungefähr eine Stunde, genau, etwa eine Stunde könnt ihr marschieren. Dann seid ihr am Ende dieser Kultstätte und die letzten paar Ruinen sind dann schwarz zugewuchert. Da endet dann das Stadttor, so nenne ich es ganz gerne. Er lächelt wieder einmal. Dürften wir uns dann trotzdem normale Vorräte für 1 bis 2 Tage einstecken? Ja, das sollte kein Problem sein. Ja, dann Wir können wir sie sowieso nicht haltbar machen, denke ich mir. können euch vielleicht auch ein, zwei Hühner mitgeben, wenn ihr das haben wollt. Die Esel würden wir ganz gerne behalten, aber ansonsten haben wir sehr viel ja, vom Baum. Pfirsiche, Minzkraut. Die Hühner sind leider zu sperrig für uns. Habt vielen Dank. Ein paar einfache Nahrungsmittel, denke ich, werden reichen. Das werden wir mit dem Quartiermeister dann besprechen für jeden von uns für 1 bis 2 Tage. Ja, überhaupt kein Problem. Wir sind für etwas länger ausgerüstet. Ja, danke schön. Dann wird Rodrigo nochmal gucken, hier und da sind ja auch andere Drakoniter. Er wird dann ganz gerne mal ansprechen, hier von wegen so hier, entschuldigt einfach mal den Nächstbesten, der da gerade sitzt. Nando, ja, genau. Vielleicht könnt ihr mir nochmal ganz kurz etwas sagen, und zwar. Ich würde hier ganz gerne allgemein mehr über diesen Kult erfahren, aber auch über diese ganzen göttlichen Zusammenhänge, die wir heute schon einmal kurz erläutert haben, dass sie mir das vielleicht nochmal die nächsten 1, 2 Tage ein bisschen näher beibringt. Ich würde ganz gerne mein Wissen über die Götter, göttlichen Ansichten und ja, auch göttlichen Theorien ja, ganz gerne etwas näher verstehen. Könntet ihr mir da jemanden empfehlen, der sich da vielleicht ein paar Stunden am Tag erbarmen würde, mir etwas darüber zu erzählen, worauf wir sind, gefälligerweise? Die Koryphäe ist natürlich der Saurologe selbst, sowie sein Schüler Puspareiken. Aber ja, warum nicht? Rechton wird wohl etwas viel zu tun haben. Seitdem der Praios-Tempel ausgegraben worden ist, wird er da wohl auch nicht weg wollen. Aber ich kann euch gerne etwas erzählen oder auch gerne Kerima al-Kadim. Ja, Also Kerim kommt, kommt. al-Kadim ist eine Maraskanerin, oder? Nein. Achso, entschuldigt, das habe ich ganz falsch Müsst euch nicht interpretiert. entschuldigen, gar kein Problem. Ich glaube, sie kommt aus Kunchum, da in der Nähe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber weil sie ist schon seit einiger Zeit an der Seite von Errichtung anzutreffen. Ihr habt recht, diesen Namensbeisatz al-Kadim, also al, da hätte ich natürlich drauf kommen können, dass das Tulamidisch ist. Ja, gut, Ja, dann sprecht mich doch einfach morgen an. Ich habe sicherlich das ein oder andere dann, wo ich dann, naja, ihr könnt dann sicherlich auch mal den Arbeitern helfen und die Zeit, die wir dann da rausschlagen mit einer kräftigen Hand, da kann ich mich auch euch widmen. natürlich. Eine Hand wäscht die andere. Ich gebe ein wenig was für die Arbeit und ihr etwas für meinen Verstand und meine Neugier. Genau, etwas Sand schleppen von hier nach da. Eine Spitzhacke würde ich euch nicht geben. Ihr seid vielleicht etwas grobschlächtig, dabei schaut sie auf deine zitternden Finger. Ja, also ich habe da nicht. Habt ihr ein Problem mit Alkohol? Nein. Nur ohne. Er grinst. So. Also wie gesagt, Sand schleppen, das ist doch etwas für euch. Zwinkert sie dir nett zu. Genau, lass den Krieger Sand schleppen. Grinst er dann zurück. Aber kein Thema. Irgendwo muss er ja hin. Das gilt natürlich auch für den anderen. Ich werde den anderen ausrichten, dass wir hier beim Sandschleppen, dass sich da jeder melden kann, um ein wenig Gutes zu tun und Dankbarkeit zu zeigen für die travianische Gastfreundschaft, die ihr uns hier zugutekommen lasst. Ja, sehr gerne. Kasim, der immer noch da ein bisschen im Hintergrund beisteht, räuspert sich dann.
Wenn ich... Mir habt ihr ja ein paar Magier mit in diesem... auf dieser Ausgrabung. An wen muss ich mich wenden, wenn ich vielleicht etwas lernen möchte? Beziehungsweise ich bin bereit, auch so manches Wissen, das ich beherrsche, zu teilen. Ja, ich vermute, von den Magiern, die Zeit haben, werdet ihr wohl am ehesten mit der Magistra Ordinaria Controllaria Raudops sprechen können. Nersand. Eine gute Nersand. Freundin von Magister Posparak, der selber keine Zeit hat. Ja, überleg mal. Nersand, habe ich noch nie gehört. Aber ich werde sie ansprechen. Vielen Dank. Nähe von Festum. Ah, im Norden. Was für ein Schwerpunkt ist die Nersander Akademie, wenn ich fragen darf? Aber das Magistra sagt doch der Name. Controllaria. Herrschaftsmagie.